Schön, dich zu sehen. Ja, du bist in der Stadt und kommst zur Tante. Na, das ist so eine gute Idee. Du, ich habe dich schon so lange nicht gesehen. Und du bist ja auch so ein Lieber. Und? Aber du schaust ein bisschen unglücklich. Ah, du bist verliebt in eine ganz besondere Frau. Aber sie liebt dich nicht. Oh, ja, das ist fast immer so. Kann ich dir sagen, du? Das ist fast immer so, dass es einseitig ist. Und das ist schmerzhaft. Oh, wie lang geht das schon? Oh, und du leidest so sehr. Es tut mir wirklich leid. Ich kann mich erinnern an so einen Schmerz. Wo soll man dann hin mit diesen ganzen großen Gefühlen und mit den Schmetterlingen? Du hast alle Symptome vom verliebt sein. Oh, das ist wie eine Krankheit. Ja. Aber ich verstehe gar nicht, wieso sie dich nicht liebt. Du bist doch ein ganz großartiger junger Mann. Ach, ihr gefallen die viel älteren Männer viel besser. Ja, das ist oft so, oder? Dass man so einen bestimmten Typ irgendwie nur mag oder ich weiß auch nicht. Ach ja. Ah, ihr trefft euch jetzt freundschaftlich. Ja, wenn das für dich jetzt so in Ordnung ist und nicht zu schmerzhaft, dann könnt ihr das ja so machen. Ja. Ich glaube, meistens kommt so diese Liebe, wenn man das gar nicht erwartet, wenn man so sehr beschäftigt ist mit seinen eigenen Sachen. Und also, ich kann dir nur sagen, die allerwichtigste Liebe ist immer die zu dir selber. Ja, das ist schon so abgedroschen, ich weiß schon, und das hört man und liest man überall. Aber es stimmt aber auch, weißt du? Man wird immer auf sich selbst eigentlich wieder zurückgeworfen. In einer unglücklichen Liebe oder nach einer Trennung. Oder sogar während man in Beziehung ist und sich manchmal auch nicht verstanden fühlt oder auch nicht geliebt und wertgeschätzt, na, dann ist man das aber immer auch selber. Weißt du, was ich meine? Und wenn du aber so ganz dich selber auch so richtig lieb hast, dann kommt auch von außen die Liebe ganz leicht zu dir. Weil dann strahlst du das schon aus. Dann bist du so, so liebenswert und so liebevoll. Und das macht dich wieder auch so, so anziehend. Ich sehe, du lächelst ein bisschen, gell, was ich so als deine alte Tante halt dir so erzähle. Ja, ihr müsst einfach eure Erfahrungen machen, das ist ganz klar. Aber vielleicht denkst du dann manchmal auch an meine Worte. Ach ja, das ist, na, da braucht man einfach halt auch wirklich viel Zeit. Da braucht man tatsächlich viel Zeit, dass man draufkommt, wie liebenswert man selbst ist. Und wenn man das spürt,
und so sich so freuen kann drüber. Und dann manchmal kippt man wieder raus und denkt sich, nein, das kann ich nicht, das geht nicht und ich bin doch nicht so liebenswert. Aber das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Also, ja, mehr kann ich jetzt da gar nicht dazu sagen. Und ja, aber was du jetzt mit deinen Schmerzen machen sollst, spüren. Einfach spüren und wahrnehmen und das wird auch wieder leichter werden. Du wirst sehen. Jetzt, wenn du morgen aufwachst, ist der Schmerz dann schon vielleicht ein bisschen kleiner. Das ist wie bei einer Verletzung, einem Kratzer oder einer Schürfwunde. Zuerst ist der Schmerz so stark, aber dann wird es jeden Tag ein bisschen besser und das heilt dann auch wieder. Ja, du wirst sehen. Und ich wünsche dir so, dass dir eine ganz besondere Frau begegnet, wo das dann die Liebe von beiden Seiten so stark spürbar ist, weil das ist ja ein ganz, ganz großes Geschenk. Und das wirst du ganz sicher bald geschenkt bekommen. Ja. Ja. Du wirst sehen. Dann wird alles gut. Und dann, wenn du jetzt an diese Frau denkst, wo du solche Liebesschmerzen hast, dann wirst du dann später einfach ein bisschen lächeln und dich erinnern, ja, so war das. So war das. Und jetzt ist es aber schon wieder ganz anders. Ja, du kommst dann, wenn du wieder in der Stadt bist. Ja, du mein Lieber, dann freue ich mich jetzt schon drauf. Und Bussi, Bussi, Baba. Sieht sich anders?